So, herzlich willkommen zurück. Wow. Okay, mit der Sonneneinstrahlung flackern jetzt auf der Kamera hinten alle drei Monitore. Sieht sehr interessant aus. Sehr schön. Gut. Ja, guck mal, was hier. Ich bin also kleiner Pixel Art Fan. Und da habe ich gerade was Wunderschönes gefunden. Das hier. So, und denk und so. Tada! Habe ich gerade in der Diashow gefunden. Das ist das Schöne, wenn man gleich so ganze Wallpaper-Packs runterlädt. Man weiß nie, was da alles vorkommt. Gut, es kann natürlich auch so ein bisschen ne, Not Safe for Work-Bilder vorkommen. Bin ich dann immer ein bisschen fleißig am Löschen. Ja, ich lösche sowas, weil die Ordner, also ich bin ja einer, der eigentlich ungern Sachen löscht. Aber die Ordner, die ich als Desktop-Hintergrund benutze, ist immer eine Kopie von dem eigentlichen Ordner. Von daher kann ich da auch gefahrenlos Sachen draus löschen. Ja. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen weiter mit Mindklon und sind daher gerade schön am Steine kloppen. Die haben es verdient. Was sind es auch Steine geworden? So, mal kurz erstmal hier. Du kannst erstmal. Nee, doch, du bist richtig. Genau, du kannst noch da. Du kannst da bleiben. Und jetzt aber wieder ein Fenstermodus. Genau. So. Voilà. Nice. Okay, weiter geht's. Wir sind gerade schon in der Ecke. Haben wir schon richtige. Genau, sechs Tiefe haben wir. Genau, ja. Okay, das passt. Dort passt. Ich bin bei The Way noch nicht ganz sicher. Warte kurz, ich zeig mal gleich, worauf ich hinaus möchte, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Achso, gewisse Hintergrundgeräusche bitte ich zu entschuldigen, auch wenn die bei dem Mikrofon nicht so sehr auffallen sollten. Ich habe mal Fenster aufgemacht. Ist ja sonnig wieder. So, die Reihe muss noch komplett weg. Und hier bleiben wieder zwei übrig. So, die Frage ist nämlich jetzt, wenn ich jetzt hier so reinbaue, ob ich dann. Also, es war ein Pferd. Oh, wird schon wieder dunkel draußen. Oh, oha. Oh. Der Mund steht schon ganz schön hoch. Ja, genau das habe ich nämlich befürchtet. Ronnies lauft. Die Monster sind los. Ich höre sie halt super stark auf meinem Ohr. Ah, gut, Glück gehabt. Weil das Problem ist nämlich immer, wenn die Monster unter dem Haus spawnen, dann kann ich nicht mehr ins Bett gehen, weil es dann heißt, die Monster sind zu nah. So. Wo wollte ich hier gerade hinaus? Genau. Erstmal wieder zurückgehen. So, die Frage ist nämlich, ob ich hier diese Zwischenwand drin lasse oder dann quasi hier so als Taschen lasse, wo man denn. Achso, die Steine sind vollkommen falsch. Die beide bleiben ja drin. Ob ich das denn hier so als Tasche lasse und dann quasi die Kisten halt hier, hier und hier hinbaue. Oder wie ich das logistisch am cleversten mache. Der Server ist gerade neu gestartet. Warum das? Ja, genau. Passiert nichts mehr. Die Zahl wird nicht mehr kleiner. Wenn ich hier baue. Warum ist der Server gerade neu gestartet, ohne dass ich eine Meldung bekomme, mit Server ist gecrashed? Okay. Das sieht mir wieder ein bisschen nach Investigativarbeit aus hier. Dann schauen wir mal direkt rein. So. Dann müssen wir. Wo du meintest. Da kommt.
So bin ich schneller. Lalalalalala. Warum ist der Server gerade abgestürzt? Der hat einfach einen Neustart gemacht. So. Ja, hier. Bis hier und dann ohne Fehlermeldung, ohne alles, einfach bupp, Neustart. Das sieht gerade eher so aus. Ja, die Konsole ist jetzt auch zerschossen. Guckt ihr hier? Daran merkt man, dass mein Test nicht, also keinen Fehler entdeckt hat und sich beendet hat, sondern dass wirklich die MyTest-Engine an sich komplett abgestürzt ist, weil die MyTest-Engine, die hat ja, genau, das funktioniert jetzt auch nicht mehr, also funktioniert noch, aber ich sehe es nicht. Wenn ich nämlich jetzt starte, dann ist er ja hier in diesem Konsolenmodus. Das macht er mit dieser Curse-Library. Ne, die dafür sorgt, dass man quasi, also dass diese ganzen Sachen hier angeordnet, also das ist ja genau die gleiche Library, die auch diese ganzen, ja, was kann man jetzt als Beispiel, als sichtbares, also auf jeden Fall diese Lib-N-Curse-Library, wer die kennt, kennt sie, wer nicht, der nicht. Und bei der merkt man immer relativ gut, dass Programme abstürzen, weil diese N-Curse-Library, die geht nämlich in den Konsolen, in den sogenannten Graphical Mode. Und wenn die Programme abstürzen, dann verlassen die diesen Graphical Mode nicht mehr. Und das merkt man daran, dass nämlich so solche Sachen wie Return nicht mehr funktionieren. Ja, normalerweise ist ja beim Return geht es eine Zeile runter und wieder nach ganz links. Hier bleibt er aber in der Zeile. Und deswegen hast du immer diese Verschiebung drin. Ja. Und man hat auch alles, was über diese Zeichensteuerung geht. Wie zum Beispiel hier das Verschieben und sowas alles, ne? Funktioniert auch alles nicht mehr. Das heißt, um das zu fixen, entweder Terminal schließen oder einfach einmal Reset eingeben. Und jetzt funktioniert wieder alles. Jetzt kann ich wieder durch die Befehle zappen. Ah, interessant. Sehe ich denn aktuell bei. Ne. Wahrscheinlich so wieder so ein, achso, ja. Hier, mal kurz, hier Passwort eingeben. So, ja. Das habe ich nämlich vermutet. Okay. Lol. Das ist natürlich immer besonders tragisch. Weil dabei nämlich auch die map.sqlite beschädigt werden kann. Also diese Map-Datei, wo die Server-Map drin gespeichert ist. Das sollte also, wenn es geht, eigentlich nicht passieren. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist es passiert? Na gut. Ich werde mal sicherheitshalber die Server-Map reparieren. Und dann könnt ihr auch gleich mal sehen, wie das geht. Naja, neu laden hier. Achso, habt ihr gerade gar nicht gesehen. Egal. Gut, das heißt, wir haben mal hier kurz die Welt. Ne? Das hier ist die Datei. Und wenn der Server einfach abstürzt, ich mach mich mal kurz ein bisschen kleiner oder. Ich gehe mal komplett weg. Wie geht das? Na gut, ich mache einfach mal. Das ist ja der mittlere Bildschirm. So, okay. Ne, das hier ist ja diese Map-Datei und die wird bei sowas sehr gerne beschädigt, weil die halt nicht finalisiert wird. Und um das zu fixen, kann man einfach mal ein Terminal öffnen in dem Ordner. Und jetzt. Oh, muss ich mal ganz kurz überlegen. Wie war denn das? Ich gucke mal kurz durch meine Befehle hier durch. Ah, warte mal. Also,
Ich weiß, dass man dieses SQLite machen konnte. Dann konnte man. Ja, da hört es auch schon auf. Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Wie war das? Man muss erst die Datei angeben und dann kann man die Befehle angeben. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge. Wir gucken einfach mal kurz. So, SQLite. RecoverDB. Das ist das Ding nämlich. So, gucken wir mal, ob hier direkt. Ich weiß, dass man die Befehle in Anführungszeichen setzen musste. Also irgendwie sowas wie SQLite. Und dann die Datenbank, also in dem Fall Map. Und dann irgendwie so. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Doch, ja, genau so. Genau, SQLite 3. Dann die Map-Namen. Dump geht auch, aber Dump ist eher für eine funktionierende Datenbank, die nur dezente Schäden hat. Deswegen mit Recover versucht SQLite auch Datenbanken wiederherzustellen, die sehr stark beschädigt sind. Da versucht es einfach so viel wiederherzustellen, wie geht. So, dieser Befehl gibt nämlich selber auch wieder eine Datenbankstruktur aus und diese kann man wiederum mit SQLite abfragen, also einfangen und dann in eine neue Datei schreiben. So ungefähr. Und da sieht man schon sehr viele Fehler. Das ist natürlich nicht sehr geil. Oder habe ich jetzt gerade einen Fehler bei dem Befehl gemacht? Warte mal kurz. Der Befehl ist schon richtig. Ups, ich habe gerade. Oh. Was? Habe ich hier jetzt gerade gemacht? Ich habe gerade die Map. Ich habe gerade versucht, die Datenbank in sich selbst reinzuschreiben. Ja, nee, das wird so nicht funktionieren. Das sollte schon so funktionieren. Aha. Okay. So, jetzt haben wir hier die alte Datei und hier eine wiederhergestellte. Wer sich wundert, die ist natürlich auch ein bisschen kleiner, weil SQLite dabei die Datenbank natürlich auch ein bisschen optimieren kann. Ne, hier sind ja sehr viele Löcher in der Datenbank und die einfach mit der Zeit entstehen, die auch nicht gefüllt werden aus Performancegründen. Wenn man die Map aber in sich selbst, also wenn man die Datenbank neu aufbaut, dann ist natürlich wieder optimiert. Von daher auch wieder etwas kleiner. So, jetzt gucken wir mal. Die benennen wir mal um nach Backup. Und nutzen dann jetzt die hier. So. Jetzt gucken wir mal noch, ob der Server wieder in Ruhe startet. Nicht, dass jetzt alles komplett kaputt ist. Durch mein Datenbank in sich selbst schreiben. Wichtig ist, das hier löst natürlich nur Datenbankprobleme, keine Daten in der Datenbank Probleme. Das heißt, wenn jetzt, also angenommen, man hat eine Datenbank und in dieser Datenbank sind 10 Datenbereiche. So, und mein Test schreibt jetzt, versucht jetzt alle 10 Datensätze abzudaten. Ne? Das heißt, erst wird der Datensatz 1 aktualisiert, dann 2. Dann 3, dann 4, dann 5. Und bei der 6. stürzt mein Test ab. Dann würde er bedeuten, dass der 6. Datensatz beschädigt ist. Mit diesem Wiederherstellen, was ich gerade gemacht habe, hätte man aber nur das Problem behoben, dass Datenbank 6 beschädigt ist. Das heißt, die Datenbank an sich, also der 6. Datenbereich in der Datenbank beschädigt ist. Das heißt, die Datenbank an sich ist wieder heile.
Das heißt aber nicht, dass sie sinnvoll zu gebrauchen ist. Weil man hat jetzt immer noch das Problem, dass die ersten fünf Blöcke quasi die abgedateten Blöcke sind, die anderen fünf aber noch nicht aktualisiert wurden. Und damit ist die Datenbank zwar heile, aber Müll, weil man mit den Daten nichts anfangen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist halt das Problem, ne? Deswegen ist Datenbank sehr, sehr kompliziert. Und ja, ungünstig, wenn Programme abstürzen. So. In dem Fall bei Mindtest wird es aber nicht so schlimm sein, weil das Einzige, was passieren kann, ist, dass die Welt an manchen Sachen etwas anders aussieht als an anderen Stellen. Dass zum Beispiel bestimmte Blocks neu generiert werden, weil deren Datenstruktur fehlerhaft ist oder sowas. So, schieben wir dich mal beiseite. Wir aktivieren mal wieder die Kamera. Und dann starten wir mal das Spiel. So, so. Du kannst. Ich lasse dich mal offen erstmal. So. Du kannst zu. Du kannst zu. Du kannst eigentlich auch noch da. Wo ist der Server? Du kannst. Wobei, nee, wie rum? Nee, doch, war so richtig rum. Du nach da. Bop, bop. Let's go. Login. Und dann schauen wir mal, wie die Welt aussieht nach diesem schweren Unfall. Okay, hier ist noch alles in Ordnung. Wie sieht's draußen aus? Oh ja, sämtliche Mobs sind zum Beispiel jetzt weg. Oh. Der Server ist gerade schon wieder abgestürzt. Server ist gerade schon wieder abgestürzt. Sage mal. Schon wieder wegen Speichersegment? Lalala. Was? Nee, diesmal nicht wegen Segment fault. Channel Protection fault. Hauer, hauer, hauer. Okay, da scheint was ganz, ganz Heftiges gerade vor sich zu gehen. Okay. Ja, natürlich wieder auch natürlich ohne Fehlermeldung, ohne alles, ganz klar. Oh, hä? Okay. Das hatte ich ja echt schon lange nicht mehr gehabt. Jetzt kann man natürlich mal gucken. Ja, wie gesagt, ne, die Konsole funktioniert jetzt wieder nicht. Das heißt, ich muss erstmal wieder ein Reset machen. Bop. Jetzt das funktioniert sie wieder. Naja. So, ich würde mal ganz kurz gerne in mein Systemlog reingucken. Müsste das hier sein, ne? Genau. Steht hier irgendwas Sinnvolles dazu? Es war. Nee. Hier ist auch nur General Protection Fault. Aber nicht. Chess ist natürlich blöd. Ich versuche mal ganz kurz, mein Test ohne Terminal zu starten, also ohne diesen Konsolenparameter. Dazu ändern wir einfach mal in meinem Skript. Nein. Öffnen. So, du kommst mal. Also, wie sieht jetzt gar nicht? Jetzt ist ganz schön klein. In meinem super genialen Skript nehme ich mal kurz das Terminal heraus. Jetzt sollte er ohne Incurse-Funktion starten. Und dann probieren wir das doch einfach mal. Vielleicht sehen wir dann ein bisschen mehr, warum er abstürzt.
So. Ne? Weil jetzt bleibt er im normalen Terminal-Modus. Und da mal schauen, ob wir da irgendwie ein Backstory. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ach, guck mal, jetzt haben wir auch die ganzen Tiere wieder. Okay, das heißt, die Tiere waren vorhanden noch. Er ist nur beim Versuch, die zu laden, gestorben. Okay, jetzt stürzt er natürlich nicht ab. Danke dafür. Warum diese? Okay, ich hätte echt gedacht, dass hier irgendwas in der Map jetzt so beschädigt ist, dass er dabei jedes Mal stirbt. Aber jetzt lädt er dir einfach alles und stürzt nicht ab. Das ist natürlich. Das macht natürlich den Grund, warum er abgestürzt ist in the first place, noch fragwürdiger. Aber ich kann jetzt hier rumlaufen, passiert gar nichts. Ja, Sakrileg. Liege ich hier unten irgendwas? Das klappt auch alles. Man sieht es mir zwar nicht an, aber ich glaube, ich bin verwirrt. Okay, ja gut, dann. Ist doch. Okay, ich meine, okay. So, Fenstermodus, danke. Dann können wir einfach direkt weiterspielen. Cool. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen zu viele Tiere. Ihr wart bestimmt schuld, ne? Ihr wart bestimmt alle schuld. Ich werde mal sicher, dass wir hier ein bisschen ein paar Tiere aufräumen. So. Okay, ja, das ist natürlich sehr interessant. Vor allem einmal ist er durch ein Segment Fault gestorben und einmal durch ein General Protection Fault oder Error. Weil ich dachte nämlich jetzt im ersten Moment, dass der Protection Error dadurch kam, dass wir die Map repariert haben und das, was ich gerade erklärt hatte, dass zwar die Map. Also, dass die Datenbank an sich wieder heile ist, aber nicht unbedingt sinnvoll sein muss. Und dadurch quasi Datenmüll entstanden ist, der dann in mein Test zu einem, weiß nicht, Stack Overflow geführt hat oder Zugriff out of bound bei einer Array oder sowas. Und ne, gerade solche Sachen führen dann halt zum Protection Error. Wenn man bei einer Array versucht, auf Elemente zuzugreifen, die da gar nicht mehr sind. Deswegen dachte ich, dass das jetzt der Grund war, aber jetzt funktioniert es ja. Von daher bleibt mir nichts anderes übrig als die absolute Verwirrung. Sehr geil. Sowas hat man gerne. So, wir brauchen noch eine neue Axt. Damit ich den Server in Schutt und Asche legen kann. Wir haben Eisen, wir haben Schrotflinten dabei. Ich mache gleich mal zwei Äxte, ne? Weil die werden ja ganz schön schnell verbraucht. Wie es scheint. Ja, komm. So. Okay, let's go. Sind jetzt ernsthaft alle Schafe ausgebrochen? Okay, ganz ehrlich, komm, scheiß drauf. Ich habe keine Ahnung, was mit den Schafen los ist, warum ausgerechnet die Schafe so super gerne ausbrechen. Es ist mir ein Rätsel. Das ist alles, was geblieben ist. Und ein Huhn. Ein Schaf hat sich also in ein Huhn verwandelt. Verstehe. Ich bin verwundert und zutiefst verstört. Geil. Egal, wir sind weg. Was ist los mit diesen Schafen? Was stimmt mit denen nicht? Mir fällt gerade bei so weit auf, dass ich denke, hier noch eins zu tief ist, ne? Und damit ist das hier auch noch eins zu tief. Okay. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da schon dazu kam, das zu erklären.
Aber die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ob wir hier einfach eine Wand drinnen lassen und das denn hier so als Parktasche benutzen. Oder ob wir tatsächlich die Wand hier durchbrechen und das dann irgendwie anders anordnen, wobei ich da noch nicht genau weiß, wie. Ich würde das Ganze vielleicht hätte ich es gar nicht so breit machen sollen, dass man das ein bisschen schmaler macht, dass man die Kisten direkt hier so erreichen kann und nicht da hinten erst. Andererseits kann ich die Kisten ja trotzdem hier vorne hinbauen und dann hier hinten dann später wieder irgendwie mit. Gibt es hier überhaupt sowas wie Pipes oder sowas? Nee, ne? Also so eine Einsortiermaschine kann man hier gar nicht machen. Ich meine, die haben ja von sich auch schon so eine Einsortierfunktion, dafür gibt es ja das Ding hier. Aber da brauchst du halt keine Pipes im Hintergrund, ne? Die stellst du einfach irgendwo hin und dann teleportiert er einfach. Von daher. Ich glaube, ich lasse das hier erstmal wirklich einfach so frei. Komplett frei. Ich mache hier erstmal auch plus noch zwei tief. Na, so ungefähr hier. So. Und dann auf der Ebene stelle ich jetzt die ganzen Dora hin. Dass die einfach so eine Wand bilden. Ich glaube, das macht fast am meisten Sinn. Dann reiße ich hier die Wand nämlich auch ein. Oder zwei. So. Gut, jetzt sieht man natürlich von hier hinten, dass der Stein hinter ist. Ich meine, da wird keiner hingucken, wahrscheinlich. Kann man so schön als Easter Egg oder fehlt eine Textur. Na, wobei, da ist ja eine Textur. Ja, mal gucken, ob wir da später wieder Holz machen. Gut. Ich gehe jetzt einfach mal mit dem Ding, dass wir hier die auf der Ebene hier jetzt komplett Dwarf die gesamte Höhe hochziehenderweise platzieren. Ich mache mal hier hinten noch eine Fackel hin, damit hier keine Monster spawnen später, weil hier ist ja dann ein relativ großer Bereich, der dunkel ist. Der war zu weit vorne. Ich muss dich noch da packen. Gut, ich würde mal sagen, wir bauen erstmal ein paar Dwarf. Und dann gucken wir mal weiter. Dem Pferd gerade, Alter. Läuft einfach seitwärts hier. So, für Dwarf brauchten wir, glaube ich, Kisten und Stöcker, ne? Oder, nee, Kisten und Holzblöcke. Also hier die Dinger. Warte mal kurz. Wir haben Dschungel. Das ist nun mal Oakwood. Und das hier ist. Ich würde wahrscheinlich von der Farbe her eher mit dem gehen. Das ist mir ein bisschen zu hell, wenn ich ehrlich bin. Haben wir denn Spruce? Das Spruce. Ja, haben wir. Sehr geil. Sehr geil. Da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr. Aber wenn wir das Holz haben, dann müssen wir davon ja auch Saplings haben, ne? Genau, das ist geil. Zwei Stück nur, okay, ist ein bisschen wenig. Aber die können wir ja vervielfältigen in mannigfaltiger Art und Weise. Die Frage ist nur, wo? Da hinten ist ja jetzt alles mit anderen Bäumen voll, aber wir finden da schon noch ein Plätzchen. Das heißt, nächste Folge erstmal wieder Bäume klatschen. Ja, geil. Gut. Das auf jeden Fall bis dann. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Zu einer Folge hoffentlich ohne Abstürze. Ne? Das wäre mal ganz geil. Bis dann.